SOS. Wie häufig betreibst du persönlich SOS? Und mit SOS meine ich nicht das Notsignal Save Our Souls abzusetzen, sondern bei mir bedeutet SOS Stop, Order, Start. Und dieses SOS bedeutet in meiner Welt, den Mut zu haben, sich immer wieder auszuklinken. Auszuklinken aus dem täglichen Alltag. Selbstreflexion zu betreiben, um dadurch wieder persönliche Klarheit, neue Kraft und innere Stabilität zu erhalten. Und dieses SOS, verbunden mit Selbstreflexion, ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Selbstführungskompetenz. Und lass uns dieses SOS jetzt noch tiefer angucken. Jeder von uns ist jeden Tag mit unzähligen Informationen konfrontiert. Ob im Bereich Social Media, ob in der Werbung, ob mit Informationen am Arbeitsplatz, im persönlichen, privaten Umfeld. Und häufig erlebe ich, dass viele durch diese enge Taktung den Kontakt zu sich selbst nach und nach mehr verlieren. Und auf mich kommen in den vergangenen Wochen immer mehr Menschen zu, die sagen: Jürgen, ich spüre, ich habe nicht die Energie, die ich gerne hätte. Wie schaffe ich es, wieder in meine Energie, in meine innere Kraft, in meine innere Stabilität zu kommen? Das ist natürlich individuell immer unterschiedlich. Es gibt individuell viele Möglichkeiten, die hier greifen. Aber für mich eine ganz, ganz wichtige Tugend ist, SOS regelmäßig und nachhaltig zu betreiben. Immer wieder diesen persönlichen Stopp zu machen, sich persönlich zu ordnen, um dann wieder mit neuer Kraft und Vitalität starten zu können. Und ich habe festgestellt, für dieses SOS brauchen wir vor allen Dingen auch den Mut zum Anhalten. Den Mut zum Ausklinken. Denn unbewusst haben viele auch hier die Sorge, etwas zu verpassen. Aber ich glaube, wir verpassen auf Strecke immer mehr, wenn wir dieses SOS nicht wirklich für uns nach und nach bewusst betreiben. Diesen Mut zu haben, sich auszuklinken. Diesen Mut zu haben, sich selbst zu reflektieren. Bei dieser Reflexion den Mut zur Ehrlichkeit zu haben, um dann dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen, um, wie gesagt, in Folge wieder starten zu können. Und dieses Ausklinken, diese Selbstreflexion hat vor allen Dingen auch einen Grund. Es geht darum, persönlich auf eine höhere Betrachtungsebene zu kommen, um dadurch eine neue Perspektive auf das eigene Leben, auf die Dinge zu haben, die einen derzeit umgeben, um aus dieser höheren Betrachtungsebene dann wirklich zu sehen, wie es derzeit wirklich läuft. Oder zu sehen, wie sich das Leben wirklich darstellt. Und eine gute Möglichkeit ist hier, sich auch Fragen zu stellen und diese Fragen wirklich ehrlich zu beantworten. Und ich will dir hier einige Fragen als Inspiration in dieser Podcast-Folge mitgeben, die du dir gerne bei diesem SOS stellen kannst. Wie stimmig fühlt sich mein Leben derzeit für mich an? Was ist derzeit für mich wirklich wichtig und was eher dringend? Wie sehr fühle ich mich selbst derzeit in meiner inneren Kraft und in meiner inneren Stabilität? Wie sehr kann ich Gelassenheit und innere Ruhe derzeit leben?
Was gilt es in den nächsten Tagen wirklich im Auge zu behalten? Und warum ist das wichtig? Wie sehr bin ich derzeit mit Freude und Leichtigkeit unterwegs? Und wenn du das Gefühl hast, hier für dich eine nicht so ganz zufriedenstellende Antwort dir zu geben, dann frage dich, was du tun kannst, damit du wieder mehr Freude und Leichtigkeit nach und nach in deinem Leben spürst. Und die letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Lebensglück spüre ich derzeit in meinem Leben, sowohl privat, persönlich wie beruflich? Und wenn du bei dieser Antwort nicht im oberen Bereich dieser Skala dich findest, dich wiederfindest, dann frage dich, was kann ich tun, damit ich nach und nach für mich mehr Lebensglück empfinden kann? Das waren jetzt beispielhaft einige Fragen, die du dir stellen kannst, um durch deine Antworten auch wieder mehr Klarheit für dich zu erzeugen. Und dadurch natürlich schaffst du auch Klarheit bezüglich deiner Vergangenheit, deiner vergangenen Tage oder deiner vergangenen Woche. Denn wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Je besser du dich kennst, je besser du deine Vergangenheit kennst, immer wieder diese Selbstführungskompetenz, Selbstreflexion anwendest, desto mehr erschaffst du dir hier ein Bewusstsein gegenüber dir selbst. Und aus diesem Bewusstsein heraus kannst du die Dinge dann verändern, verbessern oder auch weiterhin so gestalten, wenn das für dich passend ist. Und ja, diese SOS-Zeit, die bedeutet natürlich auch, dich, wie gesagt, auszuklinken und effektiv mal nichts zu tun. Also nicht an irgendwelchen Projekten zu arbeiten, nicht irgendwo etwas nach vorne zu bringen, sondern diese wertvolle Zeit für dich selbst hier dir zu geben. Und es ist auch wichtig, dass wir uns diese Zeit geben, dass wir uns diesen Raum geben. Und ich will dir hier nochmal ein Beispiel geben, warum das so wichtig ist. Wenn du diese Podcast-Folge auf YouTube dir anhörst bzw. ansiehst, dann kannst du das jetzt mitverfolgen. Ansonsten, glaube ich, kannst du auch sehr gut nachvollziehen, was ich meine. Stell dir mal vor, ich habe jetzt einen Stift in meiner Hand und ich lasse diesen Stift jetzt fallen in meine andere Hand. Dann wissen wir, sobald ich den Stift loslasse, fällt er nach unten. Das Gesetz der Schwerkraft wirkt hier. Und ich kann das 100-mal machen und 100-mal fällt dieser Stift nach unten. Und ich kann das 1000-mal machen und 1000-mal fällt dieser Stift nach unten, wenn ich ihn loslasse. Aber wo findet jetzt hier das alles Entscheidende statt? Wenn ich den Stift loslasse, dann fällt er nach unten und ich kann ihn wieder auffangen, beziehungsweise er fällt auf den Boden. Das Loslassen ist noch ein aktiver Part von mir. Doch die Strecke, in der der Stift fällt, ist für mich etwas, was ich nicht aktiv jetzt beeinflusse. Doch in diesem Raum, in dieser Strecke, auf dieser Strecke, in dieser Stift fällt, passiert das alles Entscheidende. Es ist dieser Raum dazwischen. Dort, wo ursächlich nichts passiert, dort, wo ich ursächlich nichts aktiv mache, dort passiert das Entscheidende. Und dieses Beispiel übertragen auf dieses SOS, auf dieses Ausklingen bedeutet, der Raum dazwischen, dort, wo du ursächlich mal nicht produktiv bist, sondern bei dir bist, dich reflektierst, das ist der ganz entscheidende Raum. Dort, wo ursächlich nichts Produktives passiert, passiert für dich das alles Entscheidende. Und mit dieser Erkenntnis, glaube ich, kannst du eventuell noch stärker dieses SOS zukünftig für dich wirklich in dein Leben lassen. Die Frage ist also, wie häufig hast du den Mut zu stoppen, dich überfragen oder auch anderweitig wieder neu zu ordnen, um dann wieder neu ausgerichtet, mit innerer Kraft, mit Stabilität,
mit Freude, mit Leichtigkeit zu starten. Wie häufig du dieses SOS für dich betreiben willst, das steht bei dir. Das ist auch teilweise individuell natürlich unterschiedlich. Aber mein Tipp, mache es regelmäßig. Finde hier für dich einen guten Rhythmus, in dem du SOS für dich wirklich umsetzt, um dadurch wieder neue Klarheit für dich und für dein Leben zu bekommen. Ich freue mich, wenn diese Podcast-Folge dir wieder eine neue Inspiration gegeben hat, dir auch ein neues Bewusstsein eventuell gegeben hat bezüglich deiner eigenen Ausrichtung und wünsche dir, dass du zukünftig viele gute SOS-Momente für dich gestalten kannst und daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen, geholfen hat, dann teile sie gerne, leite sie gerne weiter. Gib mir gerne auch eine positive Rezension für meinen Persönlichkeitstalk-Podcast. Hinterlasse gerne auch einen Kommentar, wie du das siehst oder wie häufig du zukünftig SOS für dich umsetzen willst. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Persönlichkeitstalk-Podcast, denn dann bekommst du jeden Dienstag eine neue Ausgabe. Dafür sage ich herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel persönlichen Erfolg, viele gute SOS-Zeiten. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei dein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. Dein Jürgen.